Haben wir noch zu tun? Ja. Ja, das nächste Mal dieses Schiff noch nie. Genau. Mein Herr, Segel setzen. Wie ihr wünscht, Kapitän. Ja, hier ist nix. Ja, Kapitän. Okay. Auf Sri Lanka ist ein Dorf. Aber das gehört wahrscheinlich dann hier hin. Ja, hier unten sollten wir mal angreifen, aber eben, wir haben ja die Truppen für Philippinen gebracht. Also ich habe gemerkt, dass die Reiche, wenn sie dann im Krieg sind und ganz erkämpfen und so, vermehrt Kaufleute bringen, um die anderen abzuwerben. Dann wäre es gut, wenn wir hier unten dann noch die Siedlungen haben, wo auf den Inseln sind, damit sie nicht abgewerbt werden. Weil manchmal ist es richtig komisch, kommen plötzlich so extrem gute Kaufmänner, die natürlich immer eins oder zwei besser sind und werben meine Kaufleute ab. Damit verliere ich viel Geld. Und gute Kaufmänner. Und ich schaff's natürlich nicht, ich habe schon ein paar Mal probiert, Kaufleute in andere Reiche zu dingen, aber natürlich sind sie dann natürlich sehr unbeliebt. Und ja. Oh, hier hat es zwei schöne Siedlungen, die sind so in einem Talkessel. Sehr schön, also das Mongolenreich wird nicht leicht zu besiegen sein, aber sehr lukrativ, also das macht dann Spaß. So. Ich denke, man kann. Wir machen aber kurz einen Spielstand. So. Und weiter geht's. In Edo ist der botanische Garten gebaut worden. Und jetzt... Herberge 20%, ne. Es bringt es halt nicht momentan so viel. Druckerpresse, ja. Husu Schmied. Machen wir das Wirtshaus. Und hier haben wir ja das Rathaus gebaut und jetzt bauen wir die Rodung. Sehr wichtig für das Wachstum. Ja. Also fangen wir hier oben an. Haben wir jetzt mehr Einblick? Nein. Bleibt so. Dann gehen wir in die nächste Siedlung. Und ihr probiert dann hier ein bisschen zu nerven. Irgendwie provozieren geht so schlecht in diesem Medieval. Da ging das in Rom viel besser. Also ich weiß nicht, wie man provoziert in diesem... Ja, es ist halt geändert worden. Ist ganz anders, also ja, ganz nicht, aber ziemlich anders. Ja, und hier ist das Kogulreich immer noch nicht. Ein Mogulreich. So. Wohin geht es? Segel setzen. Ja. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Das ist doch einladend. Das nächste Mal. So. Ja, wie ihr wünscht, Kapitän. Ah, hier ist das Dorf, aber kein Hafen. Darwin, das müssen wir uns merken. Und wir gehen einfach mal durch das Land. Weiter das nächste Mal. Oh Gott. Mal schauen, ob wir Borneo auch irgendwo, also eine Siedlung auf Borneo entdecken können. Und ja. Der andere haben wir gemacht, gut.
Jo, jetzt könnten wir eigentlich hier oben noch ein bisschen ausspionieren. Nein, bringt's nicht. Hier ist ja gar nichts, da können auch keine Truppen sein. Ich hätte sonst Wachtürme gebaut. Dann nehmen wir doch am besten zuerst die unten ein. Das ist ein langer Weg. Ah, hier ist die zweite Siedlung. Das ist sogar noch ein Rebellendorf. Ich weiß nicht, ob es später noch ein Rebellendorf ist. Und hier ist alles aufgedeckt irgendwie. Oh, ich freue mich schon auf Afrika. Wobei, ja, halt lange Wege. Aber hier hat es sehr gute Erze. Und Südamerika habe ich bis jetzt noch niemals bevölkert. Portugal habe ich nie gespielt. Spanien auch nie. Ja, Australien würde wirklich mal gut tun, wenn wir das mal einnehmen. Dann haben wir eine Ecke, eine weitere Ecke schon mal eingenommen und haben eine gute Ausgangslage für den Krieg gegen die großen Mächte. Jo, und wir haben dann auch genug Land, bevor wir MC angreifen müssen. Ich hoffe, dass die Mongolen noch recht, ja, wenig Truppen ausbinden können, weil irgendwann habt ihr mit den besten Truppen wegen einer Übermacht an gegnerischen Soldaten, ja, verloren. Also, machen wir weiter. Und Guangdong hat wieder ein bisschen verloren. Da müssen wir schauen, dass wir hier eher ein Tempel bringt, ja, nächstes Mal ein Tempel machen. Und Einnahmen, cool. Krieg erklärt, aha. Apache, König Schottland, ah, das müsste ganz im Norden von Amerika sein. Okay, hier haben wir die Druckerplatte gemacht. Und jetzt Theater. Zuerst Herberge. Ist wichtiger. Hong Sung Bordell. Xin Xiong. Xi Yuang. Stelle halt. Hangsu. Nichts. Runterstellen. Nayang, ja, da hat so viele Sachen. Die Minen. Oder okay, dann Vladivostok. Hier könnte man eigentlich einen Händler Kai anstreben, aber eine Ratskammer ist natürlich wichtiger. Zuerst Chongyang Stuba. Sehr wichtig. So, sieht doch schon ganz gut rot aus. Hier haben wir immer noch keine. Okay, ist wirklich nichts. Dann gehen wir zuerst zu dieser Siedlung. Hier oben. Natürlich hier hin. Jo, und der Diplomat quasselt mit denen.
Ja, die sind halt sehr vertrauenswürdig noch. Die sind Buddhismus. Ja, eigentlich schon. Sind ja Mongol. Bündnis machen wir natürlich nicht. Ja, wir können nichts machen. Was sollen wir machen? Eine Forderung abgeben. Wir haben niemanden zum Angreifen. Ja, wir können nichts machen. Oh, die sind mit den Timuriten verbündet. Das ist nicht gut. Wohlstand bankrott. Das ist normal. Aber die bekommen ja Cheating-Sachen über. Darum ist es denen egal. Wenn ich könnte, würde ich, mein So. König. Sofort. Und hier gehen wir natürlich weiter. Hier auch. Und greifen dann die Siedlung an. Ah, hier ist der Hafen. Der ist einfach nicht sichtbar. Da hat der Motor ist nicht sichtbar. Wir werden niemals aufgeben. Ja. Wir marschieren. Edle Feind, ihr solltet uns fürchten. Ihr Schicksal ist besiegelt. Drei Männer verloren. Muss das sein? Überwältigender Sieg, das lehrt sie das Fürchten. Ja, wir nehmen das Geld gerne an. Wir haben gesiegt. Und Krieg. Beziehung verschlechtert. Oh. Noch mehr. Wieder mehr. Wie lautet euer Befehl? Mein König! Vergesst die Höflichkeit, Männer! Wir zeigen keine Gnade! Sie haben nichts Besseres als den Tod verdient! So, sehr schön. Könnt ihr wieder zurück? Ja, ihr könnt noch zurück. Eure Feinde liegen tot im Das ist sehr wichtig. So, ja, die Dinge gehen runter. Rathaus. Reparieren. Spion brauchen wir nicht. Sehr schön. Ja. Dann könnten wir eigentlich danach wieder die... Ja, die können wir jetzt schon abziehen. Eure Befehle? Mein König. Und das nehmen wir noch mit. Der Iron Eure Man. Befehle? Der Iron Man. Ja, okay. Ja. Mein König. Könnte ich mir eigentlich... Mein König. Da hat's noch vier. Okay. Zurück. Ja, Kapitän. Werf den Anker. Wir segeln morgen weiter. Wir gehen lieber mit dem Schiff schon weiter. Wir segeln morgen weiter. Auf dem Schiff können sie, glaube ich, nicht desertieren. Das ist nämlich auch gut. Ja. Überdenkt ihr den Kurs bitte dann noch gehen einmal wir mal. Weiter und wir ja, wir haben Kapitän. Nur Philippinen, also vom Reich eingenommen. Jetzt müssen wir noch nach Borneo schauen. Wir gehen nicht unten durch. Ich weiß, dass hier eine Siedlung ist. Irgendwo hier. Und sonst nichts, glaube ich, hier ist. Vielleicht ist hier auch eine Siedlung, aber wir gehen lieber hier. Werf den Anker. Schauen, was Borneo noch hat. Und dann nehmen wir ein paar Einheiten und greifen Borneo an. So. Und später dann Australien. So, denken, denken, denken. Ja, gute Einheiten hat es leider hier nicht. Die Arche, ja, die sind sehr teuer. Wir sind schon fast hier auch was heben. Ah, hier haben wir noch die berühmte Schlacht, genau. Zeig mal. Hallo? Schade, ist verdeckt. Jo, nach Dachi Samurai. Können wir noch ein paar ausbilden? Wie viel kosten die? 220. Die sind teuer, aber sehr gut. Haben wir hier einen? Nein, hier haben wir keinen. Hier haben wir keinen.
Hier haben wir keinen. Hier nicht. Schade. Wir müssen einen von hier oben runterziehen. Dann nehmen wir doch noch die guten Soldaten mit. Mein König! Ja! Mein König! Ja! Stellt Wachen auf! Wir machen hier Rast. So, und hier können wir die Truppen eigentlich schon mal weiterziehen lassen. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Mein König! So. Ja, geht. Wir marschieren. Lager aufschlagen. Wir marschieren morgen weiter. Wie lautet euer Befehl? Es sind halt wenige. Der Ronin ist der Slap. Der ist erst 23 und schon so guter. Der hat... Ja, okay, hier unten. Den ziehen wir ab. Mein König. Mein König. Musketen schützen. Eure Befehle? Mein König. So. Lager aufschlagen. Wir marschieren. Leider ein langer Weg, aber Lager aufschlagen. Immerhin besser. Ausruhen. Ich denke, die Siedlung dort können wir schon einnehmen, wenn sie überhaupt noch dem Ding angehören. Den Rebellen angehören. Sonst haben wir halt Pech. Aber wir könnten sie eigentlich auch hier runter machen. Aber eben, das sind alles kleine Siedlungen. Die geben nicht viel Geld. Da gehen wir lieber oben durch zuerst. Ja, ja, wir greifen sie einfach dann an. Fertig. Wir sind doch keine Pussys, wir greifen sie an. Auch wenn sie übermächtig sind. Ich habe einfach Angst, wenn wir hier unten angreifen, dass die anderen von hier oben kommen und hier wichtige Städte einnehmen. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Herr. Dann gehen wir mit diesen hier unten durch. Dann haben wir nämlich zwei. Weil wir hier unten keine Feinde haben, haben wir keinen Zweifrontenkrieg. Und ja. Ja, die sind eigentlich relativ leicht, ja. Das sind leichte Truppen. Okay, ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und Dankeschön für die Motivation und für den Support. Und ja, viel Spaß noch mit den anderen Videos. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, dürft ihr sie gerne nennen. Und wenn ihr Tipps habt oder Vorschläge halt oder sonst irgendwas, dann dürft ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Auch diskutieren über irgendwelche Sachen. Wenn ich irgendwie einen Fehler gemacht habe oder so, dürft ihr auch gerne mal ein bisschen hinweisen oder sonst irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und ja. Erobern langsam die ganze Welt. Die Japaner, also das würde mir noch gut kommen, wenn die Japaner so Samurai, die über die ganze Welt herrschen würden. Es waren wirklich die besten Truppen im Mittelalter, also ja, nach dem Mittelalter. Und, ja. Aber, ja. Mal schauen. Und wenn wir mal dann ein anderes Reich nehmen, dann können wir mal auf schwer spielen. Aber, ja, Schlachtschwierigkeit vielleicht auf leicht lassen, je nachdem. Weil ja die Gegner halt mir immer mit dem Pulk angreifen und das habe ich nicht so gern. So, gehen wir hier runter noch. Und der... Ah, den haben wir. Der Ninja. Den könnten wir trainieren, ja. Wessen Zeit ist abgelaufen? Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.